Englom, Rochester. Als die königstreuen Truppen Johanns die Burg Rochester unterminierten, schien das Schicksal der Rebellen dort besiegelt. Binnen Tagen kapitulierten sie. Doch die Rebellenbarone waren noch nicht erledigt. Ihr Verbündeter, Prinz Ludwig von Frankreich, schickte eine Invasionsstreitmacht, um beim Sturz König Johanns zu helfen. Im Herbst 1216 erkrankte der König an der Ruhr und verstarb. Johann, ach du meine. Sein erst 9-jähriger Sohn wurde als König Heinrich III. Gekrönt. 9-jähriger König. Jetzt lag es am Regenten des jungen Königs, dem 70-jährigen legendären Ritter William Marshall, die Krone zu beschützen. Er stand vor einer fast unmöglichen Herausforderung. England war im Zerfall begriffen. Rebellen nahmen Siedlung um Siedlung ein. Doch William Marshall wartete den richtigen Augenblick ab, um die Rebellion niederzuschlagen. Der Schmied. Im Mai 1217 bekam er die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. William erfuhr vom Plan der Rebellen, die Burg von Dover und die Burg von Lincoln gleichzeitig zu belagern. Lincoln. Als die Kräfte der Rebellen zersplittert und geschwächt waren, führte William Marshall seine Royalistenarmee nach Lincoln. Royalisten. Die Royals-Familie. Die Burg auf einer Seite der Stadt wurde noch von den Royalisten gehalten. Unter ihrer unbeugsamen Anführerin Lady Nicola de la Haye. Doch die Straßen der Stadt waren bereits in den Händen der Rebellen. Rebellen. Am 20. Mai 1217 traf die Entsatzarmee unter William Marshalls Kommando ein, um die Stadt zurückzuerobern. Die Zukunft Englands hing von dieser Mission ab. Die zweite Schlacht von Lincoln, 1217. Die zweite Schlacht von Lincoln, rebellische Barone und ihre französischen Verbündeten. Verbündeten belagerten die Burg bei Lincoln. William Marshall war als Ritter des Königs damit beauftragt, die Stadt mit Waffengewalt zurückzuerobern. Burg Lincoln. Königstreue Truppen hielten die Burg bei Lincoln, während sich die Stadt in den Händen der Rebellen befand. Die Verteidiger mussten die Burg halten, bis Verstärkung unter dem Befehl des königlichen Ritters William Marshall eintraf. So, verteidigen Sie die Burg Lincoln, bis William Marshall eintrifft. So, verteidigen Sie. Wie soll ich vor? Das ist unsere Burg hier, ne? Ich komm hier. Wer sind die? Dorfbewohner. Dings auf? Ne, bleibt mal hier lieber. Welche Kohle habe ich? Was soll ich machen? Bogenschützen kann ich. Bogenschützen. Mehr Kohle habe ich nicht. Wo können die Holz sammeln? Nirgends. Kann ich die jetzt angreifen? Soll ich die angreifen? Ich kann nicht so bleiben. Ist das Markt? Der Marktplatz, ja. Oh, komm zurück. Haut ab. Das ist Dreck von mir. Da kommt. Da kommt. Oh, Bogen gegen Bogen, da muss ich abhauen. Aber ich habe nicht verstanden, was sie machen sollen hier. Können ja nichts machen. Ich kann hier eigentlich Holz bauen gehen.
Wo seid ihr? Fünf Stück. Ne, die dürfen nichts bauen. Cedrino, die dürfen nichts bauen, so. Ja, komm. Komm, 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 geil, geil, geil. Die Engländer sind geil drauf. Kommt hierher. Ich weiß gar nicht, was ich... Nein! Nicht so weit weg gehen. Geht weit weg, geht weit weg, geht... Versteckt euch. Weg reinrehen. Gebäude werden angegriffen. Ist eigentlich nicht die Idee, oder? Der ist so oder so tot, aber... Was läuft da aus? Wieder zurück. Oh, die kommen. 2 Minuten noch. Das Ding kann ich kaputt hauen. Schnell wieder abhauen. Oh, ich habe hier richtig viele jetzt gebaut. Aber ich habe kein Holz. Wo ist mein Marktplatz? Schießstand, Schießstand, Schießstand. Holzfällerlage. Ey, das haben die absichtlich gemacht. Holzfällerlager. Verteidigen Sie die Burg Lincoln, bis William Marshall eintritt. Kann ich nicht hier irgendwas angreifen? Oh nein! Bleibt stehen. Wenn ich jetzt hier die ganzen Bogenschützen wegnehme wieder von den Türmen, ist ein bisschen negativ. Boah, wie viel Power haben die denn? Die haben ja... Aber warum haben die so... Ach so, Verteidigung plus... Plus 2. Nein, nein. Ich muss aber abhauen dabei. Abhauen, abhauen. Gleich abhauen dabei. Nein, nein, nein! Schnell weg! Oh, da kommen die viele, aber... Aber ich habe keine Kohle, wollte ich sagen, aber ich kriege hier wieder, weil die Holz abbauen. 13 Sekunden, 10 Sekunden. Wo ist Willem? Jetzt muss er kommen. Kein Holz mehr. Ey! William Marshall! Endlich traf der königliche Ritter William Marshall mit seinen Truppen ein. Oh. Obwohl weiterhin erbittert gekämpft wurde, gab es jetzt Hoffnung für die Armee des jungen Königs. Ich hätte das auch ohne König geschafft. Um die Stadt rund um die Burg zu befreien, befahl William Marshall den Männern des Königs, die militärischen Gebäude der Rebellen zu zerstören. Militärische Gebäude zerstören? Das kriege ich ja auch so hin, aber was soll ich hier machen? William Marshalls Streitkräfte... Oh. Wurden in der dem König weiterhin treuen Stadt Stowe empfangen. Einfach 200 Dings. Ein bisschen viel, glaube ich, ne?
10 Stück. Was kann ich machen? Holz. Warte mal, ich achte ja gar nicht hier auf. König, komm mit rein. Ah, die dürfen nicht hier rausrennen. Komm zurück. Kann einfach reinrasen hier. Was wir schaffen, das schaffen wir. Warte mal, wo sind die? Jetzt darf ich ja was bauen hier. Ganz schnell. Kann ich hier irgendwas mit dem hier? Nee, geht nicht. Hey, was machen die? Hey, du musst ja mit rein. Vielleicht kriegen wir den ja ganz schnell platt. Boah, die kommen ja alle hier runter. So, die Bogenschützen machen am meisten Damage. Wo ist denn? Was auch noch besch. Ne, hier, die brauchen die nicht. Irgendwo war noch. Der hier? Den? Man trennt doch nicht ein oder sowas hinterher. Den kaputt machen? Ich glaube, weil da so ein. Hier hin. Warte, warte, wo? Rennt da nicht rein, kommt er zurück. Muss ich da noch was? Ach, hier, die sind das. Kommt mal hier hin. Die hauen auch ab. Hä, der König ist ja gar nicht dabei. König ist ja gar nicht da. Den nicht, aber Pfeil und Bogen, die haben Power. Die königlichen Truppen rissen die Befestigungen der Rebellen nieder und schwächten so die militärische Stellung des Feindes. Huch. Mach das kaputt nur. Und jetzt abhauen. Haut einfach ab. Auch weiter nach oben. Die Burg stand nun vor einem neuen Angriff durch die französischen Verbündeten der Rebellen. Ach du meine Güte. Schaffe ich das standzuhalten? Erstmal alles einreißen. Machen die alle platt. Aber ich weiß nicht, was sie bei mir platt machen. Die Truppen hatten die Kontrolle über die Stadt fast wiedererlangt. Welche noch? Den noch? Die können jetzt wieder zurück. Der haut mir hier alles platt. Hey! Hilfe! Nein, bleib hier! Die Armee des Königs machte das letzte Militärgebäude der Rebellen dem Erdboden gleich. Doch die Franzosen setzten ihre Belagerung fort. Oh, noch weiter weg. Die Männer des Königs die französische Belagerung aufheben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die feindlichen Festungen im Umland Lincolns zu zerstören. Wir zwingen die französische Armee. Jetzt gehen wir auf die Franzosen los. So, warte mal. Mühle. Wo kann ich eine Mühle hinbauen? Hier. Eins. CC is the worker. Ist das hier? Nein, nicht Mühle. Getreide. Getreide. Oh, das habe ich jetzt nicht synchron gemacht. So, jetzt haben wir hier alle. Aber wir müssen jetzt südliche Festung, östliche Festung. Soll ich da jetzt einfach stürmen? Komm.
Und der König muss auch dabei sein, Stufe 1. So, jetzt gehen wir mal jetzt hier einfach. So, hier ist sie unten. Ich gehe hier unten. Den nicht, aber den machen wir hier. Erhöht die Fern- und Nahkampfrüstung. 420, wo sind die? 1, 2, 3, 4. Hä? Wo bin ich, wo bin ich? Oh ja, okay, 1. Was kann mein König machen? Sturmangriff. Erhöht 5 Sekunden die Angriffsstärke und Bewegungsgeschwindigkeit aller verbündeten Ritter in der Nähe. Wir wollen nur hier unten hin. Huch. Ey, die haben eine schöne Farbe. Ey. So. Wohin muss ich weiter? Gehen die überhaupt durch den Wald? Die haben ja gelernt, normalerweise in den Kriegszeiten geht man ja nicht durch die Wälder durch, ne? Die Männer des Königs entdeckten eine Belagerungsstellung der französischen Streitkräfte bei Lincoln. Jetzt muss ich aber so langsam König hier Dings machen hier. Aber bleib zusammen, bleib zusammen. Hey, nicht nur alles da. Kommt, Jungs, das schafft ihr. König. Mach deine Spezialkräfte. Greift die Jungs an hier. Einer greift hier an, einer greift da an. Die Zelte brauchen die. Aber was ist das hier? Zerstören die südliche Festung. Ist das alles, was hier ist? Hier muss ich noch Nachschub sorgen. Holz haben wir genug. Fleisch brauchen wir noch. Ups, Entschuldigung. Hey, ich habe gar kein Fleisch. Was macht ihr? Ihr sollt helfen. Helfen einfach nicht. Sechs von acht. Ups. Die königliche Armee stürmte die französische Festung und schwächte so die feindliche Belagerung. Kann ich einfach hochziehen? Ich ziehe jetzt einfach mal mit gut Glück einfach mal in die östliche. Hey, wohin geht ihr? Ihr sollt zusammenbleiben. Warum rennst du so schnell? Ihr sollt zusammen. Aber ich brauche, so wie ich dazu sehe, Fleisch. Nein. Eine Mühle. Kann ich hier keine mehr? Ah, Fleisch fehlt. Oh, Jungs. König. Aber dahin wird noch ein weiter Weg. Was macht ihr? Wieso kommt ihr nicht hierher?
Hey, helf den Jungs, nicht nur doof zugucken. Was soll das? Das gilt nicht mehr als... So, wir wollen jetzt hier hoch. Ah, was kann ich hier bauen? Warte mal, ich kann hier irgendwas bauen. Was kostet es? 120. Transport. Stabiles Transportmittel für Infanterie, das effektiv gegen Gebäude und Mauern. Starke Fernkampfrüstung, hohe TP, kann nur Gebäude angreifen. Ne, brauchst du nicht. Stopp. Wo bin ich? Wo bin ich? König? Auf. Ein Teil hierhin, ein Teil hierhin. Oh, nicht so nah. Ihr müsst ein bisschen weiter weg zurück. Pfeil und Bogen. Ey, König, komm zurück. König, komm zurück. Ihr müsst hier alle raustreiben. Greif an hier. König, bleib nicht draußen stehen. König, bleib nicht draußen stehen. Geh weg. Oh, scheiße. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Die müssen wir schnell kaputt machen hier. Oh, guck mal, wie viel Schaden die machen. Oh. Nicht in der Mitte bleiben hier, nicht in der Mitte. Nicht die Wand. Oh, die greifen die Mauern. Ich hab nicht mehr viele, ey. So, jetzt nochmal schnell hier. Hier müsst ihr aufpassen, Mäuselein. Unser Captain. Komm. Gute Buffs. Hey, mach nichts mehr. Ah, erhöht die 15 Angriffsstärke, ist auch schon vorbei. Komm. Wieso greifst du nicht an? Doch, hat er. 5 von 9. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wir können ja so angreifen. Ihr wartet einfach. Ist in Ordnung. Nein. Beyond Dawn. So, noch ein? Ne, warte mal. Kann ich nicht alles sie machen? Eine. Oh, den habe ich falsch gebaut. Was machen die hier? Ich hab gar keine Kraft. 30 Angriff. Gegen Nahkampf. 9 gegen Fernkampf. Aber nix für... Was ist das hier? Brennt, glaube ich. Ah, eins noch. Ist doch keiner mehr da, Mensch. Yeah. Deswegen sind die französische Armee. What is going on, Macron? What is going on, Macron? William.
William Marshall und Nicolas de la Haye hatten die Stadt gerettet und mit ihr das Königreich. William Marshall and Macron. Oh, what is going on? Das ging ja fix. William Marshalls Erfolg bei der Rückeroberung Lincolns war ein wichtiger Sieg für die Königsthron. Die Rebellenbarone waren besiegt und ihre französischen Verbündeten waren aus England vertrieben. William Marshall konzentrierte sich nun auf die Schaffung eines stabilen Reichs für den jungen König Heinrich III. Um den Rebellen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde 1217 die Magna Carta mit königlicher Zustimmung wieder eingeführt und die Macht des Monarchen begrenzt. Gute alte Monarch. Viele Barone besaßen Ländereien in England und in der Normandie, doch jetzt waren sie vor die Wahl gestellt. Welche Seite des Kanals sollte ihre Heimat sein? Normandie oder England? Das ist eine gute Frage. Viele wählten England. Das Königreich auf beiden Seiten des Ärmelkanals war Geschichte. Eine klare englische Identität entstand. Great Britain. Doch der Einfluss der Normannen auf die englische Entwicklung ist noch heute zu spüren. Oh Mann. Fast 1000 Jahre später prägen die überdauernden normannischen Burgen und Kathedralen weiterhin die Landschaft. Die Normannen. Kathedralen. Die Festung von Wilhelm dem Eroberer, der Tower of London, erinnert noch heute inmitten der modernen Stadt an sein Vermächtnis. Vermächtnis? Ist das? Doch es ist vor allem der unsichtbare Einfluss der Normannen, der fortbesteht. Geil. Die Normannen kommen. Die normannische Invasion veränderte die englische Sprache und schuf die Grundlagen moderner Parlamente und Regierung. Ha? All das ist auf einen Mann zurückzuführen. Wilhelm den Eroberer, der von seinem Anspruch auf die englische Krone überzeugt war. Die Normannen eroberten ein Land und änderten für immer den Lauf der englischen Geschichte. Normannische Eroberung.